Peter ist Gemüsehändler. Seine Kunden zahlen meist in bar mit kleinen Scheinen. Regelmäßig bringt Peter seine Einnahmen zur Bank. Dafür benutzt er meist einen Ein- und Auszahlautomaten. Doch er macht sich Gedanken. Wird der Automat alle Scheine annehmen? Schließlich sind einige Banknoten verschmutzt, eingerissen oder geklebt. Manchmal fehlt sogar ein Stück von einer Banknote. Der Geldautomat ist schlauer, als Peter denkt. Er prüft alle Banknoten auf Echtheit und Umlauffähigkeit. Auch Peters verschmutzte und eingerissene Scheine schreibt der Automat gut und sortiert sie in eine Extrabox, damit sie dem Geldkreislauf entzogen werden. Er erkennt sogar die fälschlich eingescannte Tankquittung und gibt sie Peter zurück. Verdächtige Banknoten behält er ein, sodass diese keinesfalls wieder ausgezahlt werden können. Die Deutsche Bundesbank prüft die verdächtigen Banknoten. Sind die Scheine echt, wird Peter das Geld gutgeschrieben. Gefälschte Scheine können mit Hilfe des Automaten jederzeit dem Einzahler zugeordnet werden. Alle Banknoten, die noch verwendet werden können, bleiben im Automaten und können dem nächsten Kunden ausgezahlt werden. Übrigens, die Geräte werden mindestens einmal im Jahr von der Bundesbank überprüft. Wer also nach Peter Bargeld abheben möchte, kann sicher sein, dass er gutes und echtes Geld bekommt. Und auch Peter wird den Automaten noch oft benutzen.